上流。さすが上流やな。Es gibt 1 Million, Alter, was ist denn da los? Wird auch die letzte Mission wahrscheinlich für heute sein. Hey Jojo, hast du gerade 1 Minute Zeit? Irgendwie ahne ich, dass es deutlich länger dauern wird als nur 1 Minute. Hier kann man echt einfach nichts vormachen, Jojo. Das liebe ich so an dir. Wie du sich bereits vermutet hast, habe ich einen Auftrag für dich. Alles klar, lass hören. Oh, Gini! Du bist der Beste. Hast du davon gehört, dass in letzter Zeit Obdachlose gejagt werden? Obdachlose gejagt? Es wird mit jedem Tag schlimmer. Mittlerweile gehen sie sogar auf Leute vom Netzwerk los. Zuerst sollst du herausfinden, wer dahinter steckt. Und dann will ich, dass du sie platt machst. Und zwar so richtig. Wie furchtbar. Und jetzt, wo ich davon weiß, lässt mir das keine Ruhe. Bis wir etwas dagegen unternommen haben. Ich bin daran. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Danke, Joyu. Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Täter? Bisher überhaupt nicht. Aber eines habe ich aufgeschnappt. Und zwar, als es damit losging, hat irgendein unbekannter Typ mit einem Haufen Obdachloser geredet. Also ein Außenseiter. So muss es sein. Und er scheint Muckis zu haben. Ein echter Muskelprotz, wie ein Gorilla. Wie ein Gorilla? Und genau diesen Gorilla hat man heute wieder gesehen. Bei einer Baustelle in Shofukutsu. Eine Baustelle in Shofukutsu? Alles klar, vielleicht führt es zu nichts, aber mehr haben wir nicht. Ich überprüfe das. Du bist der Beste, Joyu. Guckst du so komisch? So, jetzt muss ich mal langsam was essen hier. Im Wild Jackson. Hier habe ich schon alles gegessen. Ich dachte,
darf jetzt nur noch nicht mehr in Kämpfe verwickelt werden. Da oben gibt es Restaurants en masse. Ich habe auch schon beides gehabt. Das ist die Bar. よし、行くか。 ありがとうございました。 Ist nicht euer Ernst! Ist nicht euer Ernst, das ist... Kaito! Was macht der denn hier? Moment mal, wer ist das? Alter, ihr Typen aus Kansai seid ganz schön hitzköpfig, was? Ich wollte doch nur ein paar Fragen stellen. Wie ein Gorilla? Das Akame-Netzwerk liegt nie falsch, was? Warte mal. Das Coole ist, die kennen sich ja nicht. Also darf er uns ruhig treffen. Aber das ist jetzt mal eine interessante Überraschung. Und deswegen finde ich, sollte man alles vorher gespielt haben, was zu Yakuza gehört, weil hier sind einfach so viele Sachen, die kennt man nur aus halt, ja. Hi Kaito. Lass mich mal sehen. Yep, du bist nicht zu verwechseln. Ich habe schon gewartet. Du bist es, oder? Hm. Was redest du da? Ja. Bringt nichts, sich dumm zu stellen, Alter. Du bist nicht zu verwechseln, Gorilla. Hä? Was? Wen nennst du hier? Hm. Wow, ganz langsam. Bist du sicher, dass du weißt, wovon du redest? Ja, Gorillas sind keine Schwätzer, Alter. Aus der Sache kommst du nicht mehr raus. Oh nein, ich muss gegen Kaido kämpfen. Nein!
Was soll das denn jetzt? Uiuiui. Junge, du bist stärker als gedacht. Hey. Jetzt erklär mir, wovon zur Hölle du die ganze Zeit geredet hast. Also, das ist ja noch vor Lost Judgment, ne? Warum erklärst du nicht mal, was hier los ist? Wie lange willst du dich noch dumm stellen, du Gorilla-Arsch? Hast du mal in den Spiegel geschaut? Vergiss das. Sag mir doch mal, was so lustig daran ist, Obdachlose zu jagen, hä? Nani. Was? Glaubst du etwa, ich stecke hinter den Jagden auf Obdachlose? Ah. Und schon wieder stellst du dich dumm. Gib's zu, du bist der Drecksack, der Schläger dazu anstiftet, die Obdachlosen hier anzugreifen, oder? Hier. Yeah. Keine Ahnung, wie du darauf kommst, aber du liegst falsch. Ich bin hinter genau der Person her, die die Jagden auf Obdachlosen anzettelt. Nani? Du bist was? Hallo. Kaito, Aniki? Ach, er ist auch hier. Kaito? Oh. Yo, Higashi. Renn nicht voraus und lass mich zurück, okay? Ich kenne mich in Sottenbori nicht gut so gut aus. Oh, mein Fehler, Alter. Aber hey, jetzt bist du da, ja? Da bist du ja da. Ende gut, alles gut, richtig? Du warst so schnell weg, dass ich nicht mal wusste, ob du alles gehört hast, was der Kunde zu sagen hatte. Ich weiß ja, dass du dich über den Fall freust, aber vielleicht warst du ein bisschen zu euphorisch. Ja. Darum ging's nicht. Habe ich doch schon gesagt. Der Kunde war mir nur so wichtig, dass ich nicht stillhalten konnte. Dann wäre unser Missverständnis damit geklärt. Mm. Ah, wir werden sehen. Ach komm schon, Aniki. Hey, tut uns leid. Sieht aus, als hättest du, als hätte mein Aniki dir Ärger bereitet. Boy. Wer seid ihr beiden? Oh. Wir sind Detektive aus Kamurocho. Hm? Kamurocho? Hm? Und wer will das wissen? Ich bin ein Allrounder. Mm. Ein Allrounder? Heißt das, du bist Akami? Ah, du kennst also Akami. Oh. Der Detektive spähen immer ihr Ziel aus, Alter. Naja, eins führte zum anderen. Deshalb übernehme ich Aufträge für Akami. Mm. Akami ist gut zu den Obdachlosen. Sie könnte niemals etwas mit der Jagd auf sie zu tun haben. Alles klar. So ist das also. Komm schon, Aniki. Gehen wir zurück. Oh. Ja, ja. Wir sehen uns. Also das ist mal eine sehr, sehr nette Überraschung. Ich mag Kaito. Ich will einen eigenen Teil über ihn haben. Der DLC von ihm fand ich schon genial. Ich habe den Gorilla gefunden. Wow, ganz schön schnell. Was hat es mit ihm auf sich? Anscheinend ist er ein Detektiv aus Kamurocho. Er behauptet auch nach der Person zu suchen, die hinter den Jagden auf die Obdachlosen steckt. Und aus irgendeinem Grund dachte er, dass ich das wäre. Was zur Hölle? Meine Worte. Dann scheinen uns wohl noch ein paar Infos zu fehlen, was? Sieht so aus, als hätte ein alter Obdachloser einen der Angriffe um ein Haar überstanden. Er soll im Bischof Kutscho sein. Gehst du zu ihm und befragst ihn? Na klar, bin schon unterwegs. Heißen Dank. Schade, dass wir nur Yagami nicht sehen werden.
Hallo. Können wir uns kurz unterhalten? Bist du derjenige, der bei der Jagd auf Obdachlose angegriffen wurde? Hm? Willst du doch gleich? Ich bin... Oh. Sieh an, wen haben wir denn da? Hm? Oh, ihr seid doch diese Detektive aus Kamurocho. Ich bin Kaito. Das hier ist Higashi. Wir haben uns schon mal vorgestellt, aber das ist egal. Und was treibt ihr hier? Das wird wohl ja wohl kein Zufall sein. Nee, wir sind hinter demselben Kerl her. Du arbeitest für die Allrounderin Akami, nicht wahr? Ich helfe zumindest aus. Ihr könnt mich Joyu nennen. Joyu-san also. Oh. Das kannst du mir ruhig überlassen, Kumpel. Geh du schon doch schon mal vor und erstatte unserem Kunden Bericht, okay? Ja. Aniki, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss, aber ich bin weder Detektiv noch Ermittler. Komm schon, sag nicht sowas. Du bekommst doch auch ein bisschen Taschengeld, oder? Aber müsste Kaito nicht eigentlich Kiryu kennen? Also zum Hören zumindest? Er ist nämlich immerhin... Oder war das noch bevor Kiryu... Ist Kaito Yakuza gewesen, bevor Kiryu irgendwie richtig bekannt wurde? Oder nachdem schon? Ich glaube davor... Obwohl, ne, Kaito sieht eigentlich noch recht jung aus, wenn man ihn mit Kiryu vergleicht. Komm schon, sag nicht sowas. Du bekommst auch ein bisschen Taschengeld, oder? Hm. Na schön, wenn es sein muss, aber sei vorsichtig, ja? Boy. Du meintest, ihr wärt hinter demselben Kerl her. Also suchen wir beide die Person, die hinter den Jagden auf die Obdachlosen steckt. Vermutlich. Ich bin auf der Suche nach dem Anführer. Und warum muss sich ein Detektiv aus Kamurocho darum kümmern? Ich habe hier einen Kontakt. Und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Zweigstelle auf. Oh. Ich wollte mich selbst mal hier umsehen. Mich der Lage vertraut machen. Könnte das vielleicht ein Hinweis dazu sein, dass es vielleicht irgendwann mit Kaito weitergeht? In Judgment oder so? Dass er zum Beispiel eine Kanzlei aufmacht? Zweigstelle halt, ne? Und mit Yagami wird dann nur geschrieben, so dass der Sprecher nicht gebraucht wird. Du wolltest dich umsehen und arbeitest jetzt direkt an deinem Fall. Wenn ein Detektiv dich umschaut, ist das mehr als nur ein Spaziergang. Da muss man richtig Arbeit investieren, um sich mit der Lage vertraut zu machen. Man soll ja immer eine Woche irgendwo wohnen, bevor man dorthin zieht, oder? Verstehe. Es überrascht mich trotzdem, dass jemand freundlich genug war, einen Job an jemanden von außerhalb zu geben. Sanmori ist groß und bietet für einen Detektiv jede Menge Arbeit. Ich habe ein bisschen die Fühler ausgestreckt und sofort einen Fall an Land gezogen. Ich soll herausfinden, wer Jagd auf die Obdachlosen macht. Okay. Aber eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Und welche? Akamis Name hat in Zottenborin eine Menge Gewicht. Warum sollte jemand sie übergehen und den Fall an einen unbekannten Detektiv abtreten? Ja. Keine Ahnung, meinst du nicht? Es gab Gründe, dass sie Akame nicht gefragt haben? Wollt ihr zwei irgendwas oder so? Oh, tut mir leid. Ich wollte fragen, ob du mir erzählen kannst, was dir zugestoßen ist. Und genau dafür bin ich auch hier. Darf ich mithören? Tu, was du willst. Du bist wohl vor kurzem Opfer der Jagd auf Obdachlose geworden. Kannst du uns etwas genauer davon erzählen? Ach, das wollt ihr wissen. Ist ein paar Nächte her. Ein paar von uns haben sich zum Schlafen versammelt. Irgendwann nachts meldete sich meine Blase und ich musste raus. Bin aufgestanden und zum öffentlichen WC im Park gelaufen. Als ich wiederkam, hatten alle böse eingesteckt.
Der ganze Mist ist knapp 10 Minuten passiert. Später habe ich dann gehört, dass sie alle mit Knüppeln oder so verprügelt wurden. Einer der Jungs hatte ein bisschen Geld. Sie haben ihm alles abgenommen. Wie furchtbar. Da sagst du was. Was sollen wir bloß machen? Was ist mit den Leuten passiert, die angegriffen wurden? Die wurden direkt mit dem Krankenwagen transportiert. Vielleicht ist das der Lichtblick von dem ganzen Mist. Wenigstens konnten sie ein paar Nächte im Warmen schlafen. Mhm. Klar. Hast du gesehen, wer es war? Das ist also schnell passiert. Selbst die Leute, die angegriffen wurden, konnten niemanden erkennen. Hat irgendjemand vielleicht einen bulligen Typen gesehen, wie ein Gorilla? Ein Gorilla? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber wenn es um reine Muskelkraft geht... Oh, hast du einen Hinweis für uns? Hört mal, ich habe schon ein paar Sachen erlebt und eins kann ich euch sagen. Ihr beiden kommt einem Gorilla am nächsten. Tut mir leid. Wollte euch jetzt nicht in Verlegenheit bringen oder so. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. Aber ich will, dass die Verantwortlichen dafür bezahlen. Ich hätte euch gerne mehr geholfen. Du hast mehr als genug getan. Mach dir keinen Kopf. Schläfst du heute nach draußen? Wo denn sonst? Wenn du je Hilfe brauchst, wende dich an Akame. Ihr kannst du vertrauen. Akame, hm? Der Name kommt mir bekannt vor. Na schön, ich behalte ihn im Hinterkopf. Danke dir. Ja. Wenn man richtig in der Klemme steckt, sollte man eigentlich eher die Bullen rufen. Sie sind wesentlich zuverlässiger. Oh, sicher. Ja, das glaube ich bestimmt. Nun, Wiedersehen. Hey. Warum musst du mich plötzlich unterbrechen? Oh. Hey, ich habe doch nichts Schlimmes gesagt. Meinst du nicht auch, dass es besser wäre, die Polizei zu rufen, als Akame um Hilfe zu bitten, die er nicht im Ansatz kennt? Wir haben sowieso nichts in Erfahrung gebracht. Offenbar haben wir unsere Hintern umsonst hierher geschleppt. Hier. Das glaube ich nicht. Nein? Wenn so viele Obdachlose im Krankenhaus gelandet sind, war der Täter nicht allein. Und wenn es Schläger waren, muss die Gruppe selbst bei Nacht aufgefallen sein. Irgendjemand muss sie gesehen haben. Dachtest du das nicht auch? Oh. Ha, ich hab dich wohl unterschätzt, was? Du könntest einen besseren Detektiven abgeben, als ich dachte. Und was jetzt? Willst du dich umsehen? Mit Leuten reden? Versuchen, was herauszufinden? Ja, ich versuche, ein paar Augenzeugen aufzutreiben. Na dann, lass mich doch mitkommen. Ich ziehe normalerweise nicht mit Leuten durch die Gegend, die ich nicht im Ansatz kenne. Hör mal. Wir suchen beide dieselbe Person, werden aber von verschiedenen Leuten bezahlt. Da können wir uns die Arbeit doch aufteilen und trotzdem das gleiche Geld einstreichen. Ich habe eine besondere Gabe, Informationen aus Leuten herauszukitzeln. Und du, offenbar kennst du diese Stadt wesentlich besser als ich. Warum sollten wir da also nicht zusammenarbeiten? Zusammenarbeiten, hm? Ich glaube, er will mich einfach nur im Auge behalten. Ja, ich kenne Kaito, von daher let's go, verbünden. Na schön, mal sehen, was du als Detektiv so drauf hast. Oh. Sehr gut, Kumpel. Dann hat die Ermittlung begonnen. Wo wollen wir anfangen? Am besten fangen wir da an, wo sich die Obdachlosenjäger herumgetrieben haben, im Park. Klingt gut, keine Anwendung. Ich mag die Mission jetzt schon. Hallo. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Was wollt ihr von mir? Vor ein paar Nächten wurden hier ein paar Obdachlose angegriffen. Ich hatte gehofft, du weißt vielleicht etwas darüber. Oh, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich bin immer nur tagsüber hier. Nachts verschwinde ich. Ich sag's dir. Die Welt ist ein verdammt grausamer Ort. Es ist doch gerade Nacht, oder nicht?
Sei vorsichtig, wenn du etwas brauchst, wende dich an Akame. Alle Obdachlosen in der Gegend sollten sie kennen. Ja. Du könntest auch zu meinem Detektivbüro gehen. Wenn du ein Problem hast, komm zu uns. Und deine Freunde auch. Was soll so fasselst du da? Ihr habt ja doch keine Niederlassung. Hey, du hast doch zuerst Werbung gemacht. Nun, danke. Ich werde nicht vergessen. Oh. Also gut, weiter geht's. Wohin jetzt? In der Nähe gibt es einen Convenience Store. Vielleicht hat der Angestellte etwas gesehen. Hallo, willkommen. Hallo. Bitte entschuldige die Störung. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Worum geht's denn? Hm? Hast du von den Obdachlosenjagden in der letzten Zeit gehört? Ja, da gab es schon einige. Vor ein paar Nächten ist es hier in der Nähe passiert. Wir würden gerne mit jedem sprechen, der zu dieser Zeit hier gearbeitet hat. Ah, da bin ich euer Mann. Da hatte ich Nachtschicht. Erinnerst du dich an etwas? Erinnere ich mich an etwas? Ich muss gestehen, wenn es spät wird, stehe ich völlig neben mir. Ich kann mich an nichts erinnern. Nichts? Hä? Oh. Hör zu, Kleiner. Wir nehmen alles, was du weißt. Alles. Grab ein bisschen tiefer, geh zurück. Ist immer die Hilft. Jede Kleinigkeit kann helfen. Gab es irgendetwas Ungewöhnliches? Seltsame Kunden vielleicht? Seltsame Kunden? Jetzt, wo du es sagst? Da war tatsächlich jemand. Oh. Ach ja? Und zwar? Mal sehen. Es war mitten in der Nacht. Zwei oder drei Typen kamen rein. Richtige Schlägertypen. Sahen echt wie Gangster aus. Ja. Und dann? Als ich aus dem Fenster sah, waren die da draußen noch 10 mehr von der Sorte. Hatten sie Schläger oder ähnliches dabei? Ah, schwer zu sagen. Ich habe nur gehofft, dass sie nicht reinkommen. Hallo. Waren da auch Riesenkerle wie Gorillas? Gorillas? Was? Nein. Es ist nichts. Aber Gorillas? Nein, so jemand war nicht dabei. Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Wenn sie gegangen sind zum Beispiel? Tut mir leid. Keine Ahnung. Kein Problem, Kleiner. Danke für deine Hilfe und entschuldige, dass sie dich bei der Arbeit gestört haben. Oh. Also los. Viel haben wir nicht herausgefunden, aber zumindest hat uns seine Hartnäckigkeit ein paar Infos von einem Augenzeugen beschert. Ah? Was ist los, Mann? Hm. Ach, nichts. Ich habe nur festgestellt, dass du tatsächlich ein Detektiv bist. Wow. Dann hattest du noch Zweifel. Was für ein Detektiv läuft schon so rum? Komm, weiter geht's.